So, willkommen, es kann losgehen. Kurze Info nur noch, wir haben da hinten auf jeden Fall noch einige Stationen, die noch keine Switch drin haben. Ich weiß, es ist immer so eine Sache, seine Switch irgendwo dann halt im Dock zu lassen. In Zweifelsfall lasst auf jeden Fall dann halt hier festhalten, wo ihr das Ding hingesteckt habt. Aber es wäre super, wenn jemand noch seine Switch dabei hat, dass er sie bereitstellt für die Station, damit wir auch wirklich mit dem Bracket gut vorankommen können. Wer also noch seine Switch vielleicht zur Verfügung hat, da hinten, besonders beim Yunus, da werden zwei, glaube ich, benötigt. Ich hätte eine. Wunderbar.
Noch eine letzte kurze Durchsage. Bitte, wenn ihr einen Pro-Controller habt, bitte geht zu Lisa an die Bar und desinkt den Pro-Controller, damit wir auch wirklich hier nach vorne kommen können. Bei Lisa an der Bar bitte alle Pro-Controller desinken, wenn das zu häufig auftauchen sollte. Ihr wisst, was ich meine. Also, bitte. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Start battle! Kurze Info, derjenige, der bei der Station 9 bisher gespielt hat, da wurde was gefunden, ein Geldbeutel. Also wenn jemand den Geldbeutel jetzt vermisst... Wahrscheinlich rot, oder? Wie? Wenn rot ist, ist es meiner. Was ist los? Wenn der rot ist, ist es meiner. Es ist ein Leder, er ist aus Leder. Dimi, oder? Ja. Moment. Du hast ihn ja hinten, beim Sessel liegen lassen. Ich würde nur kurz den Ausweis checken, okay? Nee, Dimi! Dimitri ist, okay, gut, dann weißt du Bescheid. Thank you.
Steht jetzt gerade 2-1 für mich gegen das Ding.
Thank you.
Okay,
Thank you.
3, 2, 1, go!
halt, warum, weil... Ich habe mein Zeug, aber ich habe nicht.
Ja.
Nein!
Ich
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht.
Einfach komplett behindert verloren. Ja, ist
Waffe. Was? Kommentieren, ich trag nur kurz ein. Also eure Dinger. Wen spielst du? Okay. Ist Sascha schon weg, oder was? Ja, und hat Ina mitgenommen. Ich finde das. Na komm, egal. Thank you.
Thank you.
mega lustig, ja. Ich hab das raus. Wo haben wir gespielt? Ich
Ich muss halt aufpassen, weil ich spiele nicht jedes Mal das Ernst. Also ich mag es besonders.
Thank you.
Three, two, one.
Thank you.
ist sogar schon an. Kannst einfach loslegen. Na, die haben natürlich die Namen nicht geändert. Natürlich. Sag mal Bescheid, wenn das Mikrofon an ist. Das ist schon an. Achso, ja. Du kannst ruhig loslegen, wenn du möchtest. Weißt du, wer das erste Game gewonnen hat? Ich hab Weltkurs gewonnen, genau. Also ja, komm. Sehr schön. Von der Seite das Mikro sprechen. Und los geht's. Von der Seite. Du hast da auf dem Chat. Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Hallo, wie geht's euch? Ah, ich sehe hier schon Aki im Chat. Oh, die Bäcker von Yaku. Aber Yunus grabbt ihn und ja, Yaku, die eilt richtig. Aber Go könnte gefährlich für Yaku werden, oder? Ja. Jonas schafft's wieder. Zurück auf die Stage. Wer kommentiert gerade? Kennst mich wahrscheinlich nicht, aber Jon Snow. Bin auch in der Bavü-Gruppe. Die Abtilt. Okay, die Fair von Yaku. Er schafft es auf die Stage, aber Go ist aktiv und Go könnte sehr gefährlich werden. Und wenn Terry es jetzt richtig macht, dann könnte er ein Comeback gehen. Okay. Ja, das wird's gewesen sein. 2-0 für Giacomo. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Abend. Oh, Sasu, und was machst du gerade so? Oder beziehungsweise wie geht's dir jetzt so? Stehst zwischen Quitten und Hardcore-Training wegen dem Los gegen Silvers oder wegen was denn? Also, ich denke mal wegen Silvers, weil er dich im Bracket besiegt hat.
ja, und tut mir leid, falls ich schlecht kommentiere. Ist gerade mein erstes Mal, dass ich kommentiere. Ich gebe mein Bestes. Die Forward Tilt und dann Crackshoot von Yunus. Sauber. Jetzt kommt die Power Wave. Die Fair und die Backer von Giacomo. Sehr schön. Aber die Backer von Yunus ist gerade auch nicht sehr. Also ist gerade nicht auch ganz so ohne. Aber jetzt ist Go online und Yunus hat ein Potenzial zu comebacken, wenn er schafft. Und ist das das Doc? Ja, das ist der Stock mit dem Buster Wolf beendet. Und mit der Nair beendet. Direkt ohne Schaden zu bekommen wieder. Sehr gut von Giacomo. Weil er die Gefahr einschätzen kann, die Terry eben hat, wenn er eben Go aktiv hat. Schöne Backer und schöne Fair von dem Giacomo. Sehr schön, Giacomo. Aber sehr schön von Yunus, wie er sich recovered hat. Sehr, sehr schön. Und gut hat die Ei. Von Yunus. Und das war's mit dem Stock, ja. Das war leider der True Input, also. Das war's wiederum auch mit Terry Stock, also. Giacomo und Yunus schenken sich hier beide nichts. Sie kämpfen sehr, sehr even gerade. Aber gerade ist Yunus im Vorteil und auch im Lead, was die Prozente angeht. Aber noch ist nichts entschieden. Und ist das der Kill? Nein, ist es nicht. Giacomo spielt hier safe. Nerd of Shield. Und ist das. Ja, das war's. Und sie picken Smashville. Aber davor suchen sie noch eine Musik aus. Okay, jetzt geht's los. Und schöne Downer von Velko. Ah, da wollte Giacomo auf den Reed gehen. Ja,
Jab Jab Power Dunk hat leider nicht geklappt. Aber es tut nichts zur Sache, weil beide gerade sehr even sind sogar. Tatsächlich. Okay, das ist noch nicht der Kill. Oh, und jetzt ist Go online. Ist das der Kill? Ja. Wenn Yakumo Yunus jetzt nicht killt, dann war's es. Dann kassiert der Buster Wolf oder ein Power Geyser. Aber wenn er es jetzt gut spielt. Und? Terry ist immer noch nicht tot. Krass, krass. Ja, das ist der Shield Break. Sehr, sehr gefährlich. Und das ist der Stock mit der Abwehr. Aha, 78,5%. Das tut natürlich sehr weh, aber wir kennen ja den Yakumo. Er holt schon irgendwie. Aber der Yunus spielt hier gerade auch sehr, sehr vorsichtig gegen Yakumo. Und schaut, was er machen soll. ...158%, das sieht gerade nicht gut aus für Yakumo. Aber sehr, sehr schöne Upper-Strings von Yaku. Yakumo spielt sehr, sehr vorsichtig. Ja, das war's mit dem Stock. Oh, die Becke, aber Yunus hat Go und das wird jetzt sehr gefährlich für Yakumo. Weil Yunus im Stocklead ist und Yakumo auch gerade nicht wenig Prozente hat. Ein Buster Wolf an der Ledge und das war's. Und er kann Yunus holen mit einer F-Smash. Beide versuchen sich hier vorsichtig ranzutasten mit ihren Projektilen. Und sehr schön die Alt. Sehr, sehr schön die Alt. Was ist? Ja, das war's. Ach ja, und falls ich zu schlecht kommentiere, ihr könnt mir ruhig Kritik geben. Also kein Problem. Man kritisiert ja, damit man es verbessert. Also damit es besser wird. Sehr schöne Kombo von Yunus. Was glaube ich, wer gewinnt? Tatsächlich sogar weiß ich es gerade nicht. Also ich weiß gerade echt nicht, wer gewinnt. Aber ich würde erstmal schauen. Ich kann nach einer Minute meinen Entschluss sagen, weil ich gerade echt überlege, weil Yakumo normalerweise meistens immer gewinnt. Aber Yakumo hat eine lange Zeit nicht mehr Locals gespielt, also weil er halt sehr lange zu Hause war, wegen der 2G-Regel. Deswegen müssen wir erstmal schauen, wie Yakumo gegen Yunus spielen wird. Aber gerade sieht es gut aus für Yakumo, aber
Power Geyser. Und halt allgemein Buster Wolf kann ein sehr, sehr starkes Problem werden. Und da ist der Spike. Der Out of Shield wurde gepunished. Gerade sind beide wieder even. Keiner ist im Advantage. Und ja, das war's mit dem Stock. Die Downer von Terry ist halt einfach zu gut, so dass man überhaupt durchkommen kann. Aber wird hier Yakumo immer noch gewinnen? Oh, sehr, sehr schön von Yakumo. Sehr, sehr schön. Es könnte tatsächlich noch sein, dass Yakumo gewinnt, weil Yakumo gerade sehr präzise gespielt hat. Aber gerade sieht es gut aus für Younes. 65% Vorsprung ist auch sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen, gravierend. Boah, okay, das Break kein Shield. Und die Jump Armor von Yoshi ist auch echt krass. Jetzt kommen die Nairs von Yakumo. Das könnte Younes, aber auch Yakumo gewinnen. Wenn jetzt Younes einen Jab bekommt, dann ist... Oh, oder der Burning Knuckle. Und es steht 3-1 für Younes. Krass, krass, krass. Mal schauen, was uns das Weekly noch bringt. Zu der Frage von vorhin, Aki. Also, es ist schwer. Wenn jetzt Yakumo seine Fehler ausbessert, dann könnte er theoretisch gewinnen. Aber gerade hat Younes echt gut gespielt. Muss man ihm lassen. Aber ist gerade auch schwer. Yakumo muss erstmal reinkommen. Younes muss auch erstmal reinkommen, weil er halt auch 2 Monate oder 1 Monat nicht da war. Soweit ich weiß. Also Younes war aber öfter da als Yakumo. Viel öfter. Deswegen ist Younes auch mehr drin. Sein Sora sah schon clean aus, vielleicht eine Option. Ja, also sein Sora ist auf jeden Fall gut, auf jeden Fall sehr gut sogar. Aber das Problem ist bei Sora, er muss ihn halt noch ein bisschen spielen. Also er muss Sora noch ein bisschen in Turnieren spielen gegen bessere Spieler oder allgemein gleich gute Spieler. Wenn er ihn jetzt gegen Sasu oder Sunny oder Silvers weiterhin spielt, dann könnte sein Sora ein gutes Level erreichen, aber ich denke mal, für den Younes wird es nicht reichen. Da muss er schon noch ein bisschen trainieren mit Sora. Deswegen muss er bei Yoshi bleiben. Setz dich mal hin, als würdest du kommentieren. Achso, ja, okay. Danke dir. Kein Problem. Läuft alles? Ja, gerade läuft alles. Sagst du auch was? Ja, ich sag was. Okay. Nur so damit, er denkt, er zeigt das nicht.
Ich hab auch, sage ich, auch mal ganz das Spiel. Das ist Oh, hi Lukiro. Wie geht's dir denn? Jetzt spielen Sunny und der Dude gegeneinander auf Hollow Bastion. Freut mich, Lukiro. Ja, der Dude ist da. Sein Wii Fit ist auch sehr, sehr gefährlich. Ja, der Dude hat echt krasse Sachen mit Wii Fit drauf. Muss man auch mal respektieren. Aber gerade das Sunny im Stocklied. Ja, der Fußball ist schon, also, der kann schon heavy werden. Und der F-Tilt macht es. Sehr schön von Sunny. Und der Stock ist gesichert. Na, wie läuft? Ganz gut. Alles klar? Ja. Ist ja alleine der Kommentator? Ja. Der war dir beiseite? Bist du die ganze Zeit alleine, oder? Ja, ich bin die ganze Zeit alleine. Stabil. Wir haben sonst niemanden da kommentiert. Ja, ich wollte auch mal kommentieren. Ich wollte sehen, wie es ist. Das macht mir eigentlich voll Spaß. Ich glaube, du warst auch als Kommentator geeignet. Du kennst auch die ganzen Spieler, deswegen. Ja. Ich muss halt schauen, wie ich... Ah ja, hier Aki schreibt schon, wie man ist. Hallo Aki! Was? Ach stimmt, ja. Folgendes. So. Wenn sich, Dings ändern,
Ach so, ja. Spieler und so, dann musst du hier unter diesem Tool, also hier unten dieses Tool, dann musst du hier oben die Sachen eintragen. In dem Fall wäre es jetzt auf der linken Seite Sunny, ja, mit Palu. Schick dir Sunny Schein ein. Und dann als Tag halt seinen Sponsor, also Klatsch 23. Und hier halt Dude, Bruno, du bist noch bei uns in Klatsch 23, oder? Du bist noch Klatsch 23, oder? Du bist noch Klatsch 23, oder? Oder Jam oder so, nicht? Aber scheiß auf Cruise. Okay. Ja, auf jeden Fall musst du dann Sponsor eintragen. Und ich kenne mich mit dem noch nicht aus, leider. Ja, alles gut. Hier trägst du Charakter rein. Skins sind scheißegal. Ja. Wii Fit, genau da oben neben Cloud. Neben Mega Man hier. Und. Wo ist Palu? Palu, hier. Ah. Er steht gerade 1-0 für Sunny. 1-0 für Sunny, okay. Und dann machst du so. Dann klickst du unten auf Update. Ah ja, okay. Dankeschön. Kein Ding. Jetzt Pokémon Stadium 2. Der Sunny versucht direkt eine Nair-Loop zu finden. Kriegt eine Dash-Attack. Oh, und zwei Nairs. Drei Nairs. Die F-Tilt von Dudes hat Sunny out of stage befördert. Jetzt geht's weiter. Der gammeligste Clan in Babi. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön vom Sunny gemacht. Der Sunny auch ein sehr, sehr guter Palu-Spieler. Aber der Dude ist auch sehr, sehr gefährlich mit seinem Wii Fit. Palu. Noch eine Nähe. Er wollte wieder auf die Side beginnen. Und jetzt. Okay, er hat nicht nach Indie Eyed. Achso, ja, klar, mach. Ja, ich auch. So, wir müssten leider so langsam jetzt mit dem Umbau beginnen. Das heißt jetzt so letzte Runde und in 5 bis 10 Minuten bitte das Speedplay auf der Empore vor allem abbrechen. Und wer noch Lust hat, kann er dann hier nach vorne auf die Final Area kommen und sich dann das Finale anschauen. Hast du besser gemacht? Nee, oder? Und die Nair killt immer noch nicht. 183%, das ist sehr, sehr gefährlich. Oh, okay, die Fair macht's. Sehr guter Edgeguard von Sunny. Gerade sieht es sehr even aus, aber der Dude kann Sunny gut Damage geben. Aber Sunny hat es wieder zurückgeschafft.
Jetzt ist es wieder even. Jetzt muss Sunny und der Dude aufpassen, was der andere jetzt macht. Sunny versucht mit der Nerd reinzugehen. Aber der Dude ist sehr präzise mit dem Ball. Sehr, sehr präzise. Und der Spike macht. Sehr schön von beiden. 1-1. Wieder auf PS2. Der Downthrow, aber er die halt nicht nach hinten. Okay. Die Backer von Sunny, sehr schön. Sunny versucht wieder mit der Nähe reinzugehen und es klappt. Sehr gut. Aber der Dude spielt hier auch sehr, sehr vorsichtig mit seiner Neutral B. Und mit seinem Ball. Ah, die Becker macht's noch nicht. Die Nair macht's immer noch nicht. Jetzt macht es die Becker. Gut, jetzt hat Sunny 140%. Ist jetzt ein F-Tilt, er ist tot. Oder halt zumindest die meisten Attacken, dann ist er tot. Mal sehen, was Sunny draus macht. Er holt zwei Nairs raus. Schön von Dude. Ach ja, und falls die Hintergrundgeräusche gerade zu laut sind, tut mir leid, die müssen hier umbauen. Deswegen, ich kann nichts dafür. Und Downthrow. Er die halt wieder nach außen. Der Dude die halt immer nach außen beim Downthrow. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Aber beide müssen jetzt aufpassen, vor allem der Dude. Eine Backer wird, denke ich mal, ausreichen. Oh, jetzt wird's gefährlich für beide. Ja, und die Downtilt macht's. Und macht es die Side B, nein. Aber die Nair, die macht's immer noch nicht. Okay. Jetzt macht es die Nair. Sehr schön von beiden. Sehr, sehr schön. Wie viele Nairs holt Sunny raus? Drei Nairs und eine Abwehr, sehr, sehr schön. Und die Dash Attack.
Forward Smash von Palo. Und es killt nicht? Okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Backer von Sunny reicht nicht, aber der Dude hat noch nicht so hohe Prozente, sodass er von der Back eher so leicht gekillt wird. Und die Dash Attacks, die macht es noch nicht. Beide sind auf gefährlich vielen Prozenten. Und die Forward Tilt, die macht's. Zwei, eins für den Dude. Ah, okay, jetzt. Danke, Aki. Ich hab's gerade nicht verstanden, warum das nicht gekillt hat, aber ja. Hitboxen halt. Beide versuchen hier vorsichtig reinzugehen. Oh, einer hat getroffen. Jetzt haben alle drei getroffen. Wieder. Okay. Falls ich einen Fehler mache, könnt ihr mir es ruhig sagen. Sehr schöner Downtilt, sehr, sehr schön vom Dude. Oh, er muss jetzt aufpassen, weil der Dude gerade sehr, sehr schöne Kombos macht. Aber jetzt wurde die Kombo unterbrochen. Versucht wieder mit der Downtilt Sunny zu killen. Der Forward Throw und die Side B treffen nicht. Okay. Und der F-Tilt macht's. Kann Sunny das jetzt zurückholen, ja oder nein? Das ist jetzt die spannende Frage. Und der Backrow, der macht's. Oh, sehr schön abgewartet, aber hat leider nicht geklappt. Side-B hat leider auch nicht geklappt und der Dude punisht es mit einem Grab. Oh, die Down-Air. Und die Back-Air. Die hat gesessen. Kann Sunny das jetzt zurückholen? Ja oder nein? Das ist jetzt die spannende Frage. Aber Sunny ist auf gefährlich vielen Prozenten und die Downtilt macht's. Sehr, sehr schön von beiden. Sehr, sehr schön. Okay. 3-1 für den Dus. Alter, passt mal, Jan.
Was du heute Tag, ey? Ja, Sunny ist sehr, sehr oft an dem Downtilt gestorben, aber die Downtilt ist auch sehr gefährlich und hat echt starken, also die muss man auch ein bisschen respekten, die hat schon echt einen guten Knockback, einen sehr, sehr guten Knockback. Aber jetzt spielen der Dude und Yakumo. Ich ändere das mal kurz um. Alter, Shoot Grand Finals? Loser Finals. Was? Yakumo Loser Finals? Fucking Platz 1 von Bühne Loser Finals auf dem Bühne. Gott, wir war's für heute, man. Ja, mach! Mach jetzt einfach 9-0 für den bis zum Rest des Abends. Dann werdet ihr auch noch 50 werfen. Junge fucking Jan. Digga, die Pfeile sind blau. Einen Moment, ich tue das kurz updaten. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich muss jetzt kurz updaten. Und jetzt geht's weiter. Sehr schön vom Dude. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön mit dem Ball. Hält ihn offstage. Aber der Yakumo hält hier den Dude auch ein bisschen an der Ledge. Sein Yang klingt auch sehr, sehr gefährlich. Oh, sehr, sehr schön vom Yakumo. Sehr, sehr schön. Oh, die Abi trifft. Und? Der Fall Throw, der macht's noch nicht. Okay, gut, gut. Jetzt die Bombe und der Pfeil. Gefährliche Situation für den Dude, gefährlich. 195% jeder Kill confirmed klappt. Ja, der Backflow klappt immer noch nicht, krass. Okay. Er hat hier den Stock noch gezogen, aber der F-Roam, der macht es. Sehr schön vom Yakumo. Ist gerade sehr, sehr spannend, weil beide sehr, sehr schnell spielen. Sieht gerade aber nicht sehr schön aus für den Yakumo. Sehr schöne Abwehr. Er hat die Down ja kommen sehen. Oh, Yakumo hält ihn gut offstage. Oh mein Gott! Was war das für eine Hitbox? Dieser Charakter ist übel broken. Also, ich frage mich gerade, was passiert ist und wie lange eine Hitbox draußen bleiben darf. Dann Deep Breath und dann jeder Move einfach top 10.
Wie lange durfte der Move draußen bleiben, frage ich mich. Ja, es ist das erste Game, also. Game 1 geht an Dude. An den Dude. Tut mir leid. Flash ist gerade wieder on fire. Yakumo pickt Yoshi. Die deutlich bessere Wahl. Aber sehr schön nach oben gejuggelt. Aber wir kennen den Dude. Er kann sehr, sehr gefährlich mit Weak Fit agieren. Aber Yakumo kann ihn offstage halten und... Das ist noch nicht der Kill. Sehr, sehr schön getaggt. Und die Backer macht's. Sehr, sehr schön. Jetzt muss Yakumo aufpassen. What? Man sieht gerade, dass Yakumo sehr verwundert ist von dem, was gerade passiert. Hört man Flash im Hintergrund? Oh, Nair, Double Nair. Ja, die Up-Tilt ist echt stark. Oh mein Gott, Alter, let's go! Okay, er dreht sich immer um, nur weil er wieder eine Laune nimmt, der Frau. Ja, ich glaube, es ist beim Flash normal. Denke ich zumindest. Sehr, sehr schön befreit von Yakumo, aber kann Yakumo das jetzt zurückholen? Die Backer macht es noch nicht. Und der Spike, der macht's. 2-0 für den Dude. Flash. Ja, die Down-Tilt ist schon sehr, sehr strong auf jeden Fall. Also, die ist nicht ohne. Sollte man auf jeden Fall respektieren. Für den Dude. Yakumo muss sich jetzt sehr, sehr anstrengen, damit es eben kein 3-0 wird. Oh, sehr gefährlich. Die Nair, die Fair. Oh, gerade ist sehr, sehr spannend. Nair out of Shield. Da muss Yakumo aufpassen. Ah, Yakumo overextended etwas. Oh, die Fair, die macht's, die macht's.
Jetzt muss Jakob mal aufpassen. Hallo Wefax, wie geht's dir denn? Ja, hier ist der allerechte Jonsnow. Geh näher out of shield, wieder näher. Jetzt muss Jakob mal aufpassen, weil F-Tilt von Wii Fit reichen wird. Oh, die schöne Abwehr von Yoshi. Und die Nair, die macht's noch nicht. Sehr schön, die Alt. Sehr, sehr schön. Beide versuchen hier safe zu bleiben. Aber Jakob holt den Stock und taunted. Oh mein Gott, der Slime! Ja, man hört Flash deutlich im Hintergrund. Aber sehr schön gesniped. Sehr, sehr schön. Jetzt muss Jakob aufpassen. Let's go. Okay. 2-1. Sehr, sehr schön von beiden gespielt. Jetzt muss sich Jakomo sehr, sehr anstrengen, um ein Game 5 rauszuholen. Vielleicht gewinnt er das nächste Game, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Beide haben Carlos genommen. Okay, Flash ist anscheinend der Kommentator und nicht ich. Ja, okay. Meine Arbeit ist also erledigt anscheinend. Aber, oh, sehr, sehr stark abgewartet von Jakomo. Und Jakomo befreit sich sofort aus dem Grab. Sehr schön. Und die Backer macht's. Beide versuchen sich zu approachen. Sieht gerade sehr, sehr schlecht für den Jakomo aus. Sehr, sehr schlecht. Oh. Das tut natürlich sehr, sehr weh. Und der Jakob aus draußen.
3-1 für den Dude. Ja, ich glaube, Flash hat es ein bisschen übertrieben. Aber ja, kommt halt vor. Was soll man machen? Jetzt gehen wir ins Grand Final. Jonas? 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 Bist du auch Klatsch 23 hier? Okay. Ohne Tag, also ohne Sponsor. Okay. Und Update. Oh, ich muss die Wins kurz resetten. Mein Fehler. Okay. Jetzt gehen wir ins Grand Final. Hau rein, Silvers. Terry gegen Wii Fit Trainer. Okay, Hollow Bastion. Mal sehen, wie es laufen wird. OV-Tilt und Crackshoot. Oh. Der Spike, der hat natürlich sehr, sehr weh getan. Aber beide spielen hier gerade sehr, sehr schön. Oh, er schafft's. Und jetzt hat der Go aktiv. Und der Buster Wolf, der trifft. Buster Wolf ist natürlich kein Command Grip und er punisht das mit einem Forward Tilt. Oh, aber dafür der Nair into Spike. Der macht's natürlich.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sora ein Smash ist. Ja, also bei vielen Charakteren habe ich mir gedacht, echt krass, dass sie in Smash reingemacht wurden. Zum Beispiel Kazuya. Ich habe früher gerne als kleines Kind immer Tekken gespielt. Da wurde aber halt Kazuya reingemacht. Aber was ich halt schade finde, ist, Kazuya hat einen echt kranken Damage-Output und das ist schon unbalanced. Und der Burning Knuckle-Input, der macht's. Der True-Input ist natürlich sehr, sehr stark. Okay. 1-0 für den Younes. Dante, ah ne, warte. Ja, Dante wäre auch cool gewesen, aber... Also ich finde Dantes Moveset ist sehr, sehr cool. PS2 gepickt. Wer ist vom Losers? Der Dude ist vom Losers. Er hat gerade das Losers Final mit Giacomo gespielt und hat's gewonnen. Oh, der Spike, der tat weh. Das erste Game hat Younes gewonnen. Oh, der Confirm hat leider nicht geklappt. Oh, Power Gazer hat auch nicht geklappt. Sehr, sehr gefährlich für beide. Aber der Dude hat hier ein Stock Lead und nochmal zwei Stocks vor Younes. Kann Younes das jetzt zurückholen? Ja oder nein? Und ja, Burning Knuckle macht's. Oder war's der Burning Knuckle? Hab's gerade nicht genau gesehen. Younes versucht zu juggeln, aber funktioniert nicht. Der Snipe. Sehr, sehr schöner Snipe. Oh, okay. Er hätte tanken können, aber in dieser Situation kann man einfach manchmal nicht tanken. Weil man so unter Druck steht, sodass es einfach nicht geht. Oder man erwartet es nicht. Ja, aber das ist jetzt nicht.
Sehr schön von Yunus. Oh, der F-Smash. Kann Dude das zurückholen, ja oder nein? Sieht aber sehr, sehr schwierig aus. Jonas hat gute Prozente gegeben, aber Dude hat ihn gesniped. Aber es reicht nicht, auf keinen Fall. Sehr schöne Backhand. Oh, jetzt go aktiv. Ein Buster Wolf oder ein Power Gazer. Und der Dude ist weg. Okay, er hat es doch geschafft. Oh. Burning Knuckle ist sehr, sehr gefährlich. Ja. Was wär's? 2-1 für den Yunus. Powerdunk Reed hat nicht geklappt, aber jetzt Jab Jab Powerdunk. Oh, Jab Jab Rising Tackle. Das war's mit dem Stock. Sehr, sehr schwer für den Dude, das jetzt zurückzuholen, weil Yunus einen ganzen Stock-Lead hat. Und der auch noch Go potenziell bekommen könnte. Schön vom Dude, sehr, sehr schön. Wenn Dude das jetzt richtig macht, kann er die Prozente gut zurückholen. Aber der Jab Jab Power Dunk ist auch sehr, sehr strong. Und ja, das war's. 3-1 für den Yunus.
sehr, sehr schönes Grand Final. Sehr, sehr schön. Ich weiß gerade nicht, wie es geht.